Also, wir sind live in der Boutique. Guten Morgen. Wir sind gerade angekommen. Draußen ist es gerade wie die Sau. Also, erstens mal haben wir viele schöne neue Kleider gekriegt. Gell? Nur zur Info. Aber eins, was uns wirklich umtreibt, wir haben schon wieder ein Schreiben gekriegt. Und das geht jetzt seit fast 2 Jahren. Von einer GEMA. Das wird ja allen Gewerbetreibenden ein Begriff sein. Da darf man keine Musik in seinen Räumen öffentlich spielen, wo Publikumsverkehr quasi ist. Hat man hier, jetzt haben wir ja schon wirklich hunderte von diesen Filmen gedreht, hat man hier schon jemals eine Musik gehört, bitte? Also noch niemals. Zu uns ist mal einer gekommen. Nee, jetzt schaut das Gesicht, den hätte ich schon rechts und links einen reinhauen können. Und da umeinander gegangen, so. Und sagt, ja, ich höre doch hier Musik, ich höre doch, wie gesagt, wo hören denn Sie Musik? Im Büro ist vielleicht irgendwas, da ist die Tür im Moment offen, wo hören denn Sie Musik? Sehen Sie hier irgendwo ein Radio oder sonst was? Ja, Sie spielen hier Musik. Und dann ist er wieder gegangen. Dann haben wir gekriegt eine Rechnung von der GEMA. Ja, Wiedergabe von wer weiß was, haben wir widersprochen, haben wir gesagt, stimmt nicht, ne? Es vergehen vielleicht, keine Ahnung wie lang, auf jeden Fall geht die Tür auf. Schon wieder der. Hier sitzt alles voll Kunden, hier probieren Mädchen, die teilweise wirklich in ihrer Unterwäsche dann einmal ganz kurz rauskommen. Dieser blöde Kerl steht da, gafft und Ding und ich sag, was tun Sie hier? Raus, Sie haben hier Hausverbot. Okay, ist gegangen. Unlängst, das ist noch nicht lang her. Da war eine Kundin, war ich mit der Kundin auf der anderen Seite gesessen. Geht die Tür auf wieder und wir sitzen knapp vor der Tür. Dieses Gesicht schon wieder. Ich habe den bloß angeschaut und habe gesagt, haben Sie nicht hier Hausverbot? Und dann ist er wieder gegangen, weil ich gesagt habe, wenn Sie nicht gleich gehen, dann hole ich jemanden, der Sie hinaus komplimentiert. Naja, na, jetzt haben wir der GEMA geschrieben, mehrfach. Erstens mal würden wir diese Rechnung im Leben nicht bezahlen, weil es nicht stimmt, ganz einfach. Der Kerl, der behauptet, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist es wie die Drücker, die halt irgendwas verkaufen müssen, die müssen auch was herbringen, also Aufträge quasi. Ne? Die, da werden sie halt eine Kommission oder irgendwas werden sie kriegen dafür. Ne? Dann haben sie geschrieben, dass wir das gerne dürfen, dem Hausverbot, aber... Wie ist mir da gesagt worden, wie geht es, wenn berechtigte Gründe vorliegen? Ja, wenn berechtigte Gründe vorliegen, dass der Mann nicht die Wahrheit sagt, ne? Quasi, dürfen wir das sehr wohl. Und wenn der wieder kommt, werde ich die Türe hier zusperren und werde die Polizei rufen. Und den Mann hier so lange festhalten, weil der bis jetzt seine Personalien uns noch nicht gegeben hat. Den würden wir nämlich gerne anzeigen. Er hat uns auch keinen Ausweis gezeigt. Ja, wegen übler Nachrede. So, und das war jetzt, also jetzt waren wir live in der Boutique, jetzt habe ich mich direkt einmal ausscheißen müssen.